Diese Woche bin ich etwas spät, etwas sehr spät. Tut mir leid, ich war anderthalb Wochen auf einer Nachsorgewoche betreffend meines Cochlea-Implantats. Da wurde geguckt, ob ich immer noch gut hören kann, wie sich das verändert hat. Die Programme wurden neu eingestellt. Am Samstag war erstmal die Familie dran und insofern, wie gesagt, bin ich etwas spät. Nichtsdestotrotz gucke ich mir das Inside Star Citizen an, das Calling All Devs und noch weitere Themen, weil ich weiß, dass einige von euch auf meine Übersetzungen und Erklärungen auch warten und ja, andere von euch sich gerne auch die Exkurse und die zusätzlichen Erklärungen noch anschauen. Insofern, was habe ich heute für euch? Zuerst natürlich das Inside Star Citizen, wobei ich die Cargo-Decks in einem Wrap-Up zusammengefasst habe. Das heißt, ein paar kurze Stichpunkte, ansonsten die Bilder zusammengefasst und mit Musik unterlegt. Es gibt einen kurzen Überblick über den Patch Report 3.11. Und dann geht es zum Calling All Devs. Auch das habe ich zu den wichtigsten Kriterien zusammengefasst. Und wie erwähnt, gibt es auch Exkurse, und zwar zu Tessellierung und den Displacement Maps. Ganz wichtiges Thema. Es gibt Informationen zum neuen Raketen- und Countermeasure-Gameplay. Das wurde auf Spektrum gepostet. Der Buoyancy-Technik und den neuen KI-gesicherten Zonen rund um die Rest-Stops als ersten Schritt zur Abschaffung der waffenfreien Zone. Das war das Wrap-Up und weiter geht's zum Patch-Report, ebenfalls mit vielen hübschen Bildern unterlegt.
Alle bestehenden Planeten und Monde wurden unter Verwendung der aktualisierten Bibliothek von geologischen Assets mit neuen Farben versehen, Bodentexturen aktualisiert, Tessellierung verbessert und das Muster verstreuter Objekte weiter ausgearbeitet. Was ist Tessellierung und was ist so interessant an dieser Information? Tessellation, Tessellierung, ist eine Technik, mit der man primitive Formen, Dreiecke, Linien, Punkte und so weiter, auf der Grafikkarte erzeugen kann. Insbesondere kann man damit eine Geometrie in ein feineres Mesh, ein feineres Polygonnetz unterteilen, um so feinere, glattere Formen zu erhalten. Tatsächlich stammt das Wort Tessellation aus dem lateinischen tessellatus, was aus kleinen quadratischen Steinen bedeutet, und aus dem griechischen tessera, was vier bedeutet. Beides in Anspielung auf die Tatsache, dass die ersten Mosaiksteine aus quadratischen Fliesen hergestellt wurden, aus Stein, Ton oder Glas, als die einfachsten Formen, aus denen man ein Muster erstellen konnte. Der Ursprung der Tessellierung, oder auf Deutsch der Mosaikierung, lässt sich bis 4000 Jahre vor Christus zurückverfolgen, als die Sumerer Tonfliesen verwendeten, um Dekorationselemente in ihren Häusern und Tempeln zusammenzusetzen. Von dort aus fand das Mosaik seinen Platz in der Kunst vieler Zivilisationen, von den Ägyptern, Persern, Römern und Griechen bis hin zu den Byzantinern, Arabern, Japanern, Chinesen und Mauren. Natürlich variierte die Art und Gestaltung der Fliesen, wie sie sich entwickelten und an jede dieser Kulturen und Traditionen anpassten. Während des Mittelalters bis zum 19. Jahrhundert begann eine Gruppe von Gelehrten, in der Natur vorhandene Tessellierung zu beobachten und konnten so ihre geometrischen Strukturen erklären, was zu zahlreichen mathematischen Studien führte. Mosaikmuster sind also in Kunst und Architektur seit der Antike weit verbreitet, aber der zugrunde liegende Begriff der Mosaikierung, die Tessellierung, ist Mathematik. Die Tessellierungstheorie ist umfangreich und komplex, weshalb ich mich auf einige grundlegende Aspekte beschränken möchte. Ein grundlegender Bereich der Tessellierung ist, wie eingangs erwähnt, eine Form, die wiederholt wird, um eine Mosaikierung zu bilden. Sie wird auch als Kachel, als Teil bezeichnet. Die Kante solch einer Kachel, eines Teils, ist somit ein Schnittpunkt zwischen zwei angrenzenden Teils, oft schlicht eine gerade Linie. Der Scheitelpunkt ist der Schnittpunkt von drei oder mehr angrenzenden Teils. Und ein Polygon ist eine ebene Figur, die aus einer aus Schnittpunkten und Linien geschlossenen Fläche resultiert. Im Bereich der Computergrafik werden häufig Tessellierungstechniken verwendet, um Datensätze von Polygonen zu verwalten und sie in geeignete Strukturen für die Darstellung zu unterteilen. Normalerweise werden die Daten, zumindest für das Echtzeit-Rendering, in Dreiecke tesselliert, die manchmal auch als Triangulation bezeichnet werden. Beim computergestützten Design sind willkürliche 3D-Formen oft zu kompliziert, um sie direkt zu analysieren. Daher werden sie in ein Netz, ein Mesh aus kleinen, leicht zu analysierenden Teilen aufgeteilt, tesselliert. Die Tessellierung ermöglicht es also, eine recht grobe Geometrie in ein feineres Mesh zu unterteilen. Dank dessen kann man als Basis ein Modell mit wenigen Polygonen verwenden und mehr Dreiecke on the fly erzeugen, um ein viel glatteres Mesh zu erzeugen. Nimmt man beispielsweise ein Quadrat und schneidet es über seine Diagonale, haben wir dieses Quadrat in zwei Dreiecke tesselliert. Aber bevor jetzt alle von euch sagen, boah, das ist ja einfach, das hätte man doch schon vor 20 Jahren in Computern machen können. Die Tessellierung selbst trägt wenig zur Verbesserung des Realismus bei. In einem Spiel spielt es beispielsweise keine Rolle, ob ein Quadrat als zwei Dreiecke oder als 2000 Dreiecke dargestellt wird. Die Tessellierung verbessert den Realismus nur dann, wenn die neuen Dreiecke zur Darstellung neuer Informationen verwendet werden. Das sind dann solche Sachen wie Displacement Mapping, Parallax Occlusion Mapping, Verfeinerungsalgorithmen, um aus dem großen Polygon viele feine zu erzeugen,
die Skalierung der eingebetteten Assets und auch die Berechnung der Level of Details. Sprich, durch Tessellierung werden nicht nur Objektoberflächen verfeinert, sondern kann auch der sogenannte LOD-Pop-Up-Effekt verringert werden. Wenn zum Beispiel ein entferntes Schiff zum ersten Mal in Sicht kommt, kann es mit nur 10 Dreiecken gerendert werden. Wenn wir näher heranfliegen, treten seine markanten Merkmale hervor und zusätzliche Dreiecke werden verwendet, um Details wie Flügel und Cockpitscheiben zu umreißen. Wenn wir vor der Einstiegsluke schweben, werden 1000 Dreiecke allein für die Darstellung des Türgriffs verwendet. Insofern ist die Information von CIG, dass sie den Tessellierungsalgorithmus verbessert haben, nicht nur zu sehen hinsichtlich verbesserter Grafik, sondern hoffentlich auch hinsichtlich fließenderer Übergänge und geringerer Pop-up-Effekte von Oberflächenobjekten wie Steinen, Büschen, Bäumen und so weiter. Star Citizen's dedication towards iteration and the continuing evolution of its content and features. Zurück zum Inside Star Citizen und dem Patch Report. Hier geht's weiter mit der Origin 100er Serie, die mit Patch Alpha 3.11 ins Spiel kommt. Wie bereits in der Community bekannt und auf Spectrum durch CIG angekündigt, wird mit Release dieser Schiffe der Origin 100er Serie sowohl die Avenger als auch die 300er Serie um jeweils $5 im Preis angehoben. Die Mercury Star Runner kommt in einem 3.11 Subpatch, ergo bis irgendwann gegen Ende dieses Jahres, sag ich mal. Das neue Building-Block-basierte Hauptmenü kommt ebenfalls mit 3.11. Was sich genau ändert und was Building-Blocks eigentlich sind, das habe ich in meiner Übersetzung am 11. September erklärt. Wer da nochmal reinschauen möchte, klickt gerne auf den Link, hier rechts oben eingeblendet. Das Behring BR-2-Schrotgewehr kommt ins Spiel, sowie der erste Granatwerfer mit dem Kürzel GP-33. Die im Inside Star Citizen vom 27. August erwähnten Force Reactions, die Kraftreaktionen, kommen ebenfalls mit 3.11 ins Spiel. Schüsse, Explosionen und Schiffscrashes werden also jetzt tatsächlich am virtuellen Leib zu spüren sein. Wer die betreffende Übersetzung verpasst hat, kann da auch gerne nochmal reinschauen, über den Link ebenfalls hier rechts oben. Das überarbeitete Wurfsystem wird ebenfalls scharf geschaltet. Damit können wir jetzt einfacher Wurfaktionen durchführen, sowohl über dem Kopf als auch als Unterhandwurf, nenne ich es mal. Und wir sehen die Wurflinie, sodass alles jetzt auch zielgenauer wird. Eines der meiner Meinung nach sehr wichtigen Features ist das neue, ebenfalls Building Block basierte Inventarmenü. Hier können wir nun Gegenstände in unsere Gürtel und Jackentaschen, Rucksack und auch Fahrzeuginventar legen und zwischen den verschiedenen Inventarbereichen verschieben. Die Gegenstände belegen dabei dynamisch, je nach ihrer Größe, den verfügbaren Platz des jeweiligen Inventars. Neues Gameplay in den Gefängnissen gibt es mit Vending Machines, über die man interessanterweise nicht nur legale Objekte erwerben kann. Und zuletzt ein weiterer Kernaspekt: die Erweiterung des Recht- und Gesetzsystems, mit dessen Erweiterung CIG plant, die waffenfreien Zonen um die Raumstationen zu entfernen. Da diese Änderungen aber so umfangreich sind, wird uns hier erzählt, wird es dazu zu gegebener Zeit noch separate Informationen geben. Aber, wie ich euch anfangs schon angekündigt habe, diese Information liegt jetzt vor und wird von mir ebenfalls übersetzt und erklärt im Verlaufe dieses Videos. Soweit in aller Kürze. Weiter geht's zum Calling All Devs und den Schiffen und Fahrzeugen von Star Citizen. Interviewt wird hier John Crew. Deutlich gezeichnet von einer Erkältung, aber tapfer die 20 Minuten dieses Videos durchhaltend.
Erstes Thema: Ship-to-Ship-Docking und Ship-to-Station-Docking. Das ist auf drei Typen heruntergebrochen worden. Zum einen das Hard-Docking, wie es bei der Constellation ist, wo die Merlin hart andocken kann, also ohne Dockingkragen. Der Docking-Vorgang dazu ist wie folgt definiert: Der Snap-Pilot, also der Pilot des Merlin-Snap-Jägers, fordert eine Docking-Genehmigung an. Sobald die genehmigt ist oder bestätigt wurde, erscheint eine entsprechende Benutzeroberfläche zur Annäherung an das Mutterschiff. Ab einer bestimmten, sehr nahen Entfernung von wenigen Metern wird ein automatischer Docking-Prozess gestartet. Dieser automatische Docking-Prozess ist unumgänglich, weil bereits wenige Millimeter Versatz zwischen der Conny und der Merlin dazu führen könnte, dass wir aus dem Raumschiff rausglitschen. Und diese Gefahr könnte CIG nicht wirklich eliminieren, weshalb sie sich entschieden haben, die restlichen Meter dieses Docking-Vorgangs automatisiert stattfinden zu lassen. Mit der Entwicklung dieses Hard-Dockings ist man sehr weit und an dem Punkt, an dem man von einem Schiff ins andere kommen kann. Etwas anders sieht es beim Ship-to-Ship-Docking unter Nutzung von Docking-Kragen aus. Das ist eine zukünftige Option, ein sogenanntes Nice-to-Have, aber es wird daran aktuell nicht gearbeitet. Woran gearbeitet wird, das ist die dritte Option, nämlich das Ship-to-Station-Docking, also das Andocken von Schiffen wie zum Beispiel der Halsey, also den großen Schiffen, an eine Raumstation. Das wurde uns ja kürzlich in einem Inside Star Citizen vorgestellt. Hier macht man weiterhin gute Fortschritte und arbeitet an einem Prototypen und anschließend geht es dann in die Produktion. Die Entwicklung des Ship-to-Station-Dockings hat einen weiteren Vorteil hinsichtlich der Halsey, da kommen wir gleich drauf. Der nächste Punkt ist erstmal die physikalisierte Rüstung der Patronendurchdringungsschaden, also der Penetrierungsschaden, Penetration, und die Signed Distance Fields Schilde. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir Signed Distance Fields auch schon einige Male hier besprochen haben. Das ist die Möglichkeit, Formen mathematisch, dynamisch im Raum zu berechnen. Und diese Signed Distance Fields, die sind ursprünglich entwickelt worden für die Visualisierung der Schilde um die Raumschiffe herum, aber die Technologie kann noch für viele andere Gameplay-Elemente benutzt werden. Zurzeit wird daran gearbeitet, die grundlegenden Parameter der physikalisierten Rüstung sowohl von Schiffen als auch von Menschen festzulegen. In einem ersten Schritt wird man es an einer Handvoll Schiffe testen. Hier wird so lange gefeilt und ausbalanciert, bis man zufrieden ist, und dann wird das System auf die gesamte Ingame-Flotte ausgerollt. Interessant ist, wie gesagt, dass man diese Technologie auch auf die Spieler selbst dann anwenden wird. Die Signed Distance Fields Berechnung, die für Schild und auch die Atmosphäreneintrittseffekte benötigt werden, die sind jetzt kurz vor der Fertigstellung. Man geht hier aber noch weiter, da CIG festgestellt hat, dass man die SDFs auch nutzen kann, um das Flugverhalten zu beeinflussen, für zum Beispiel den Fall, dass ein Schiff einen Flügel verliert. Die nächste Frage dreht sich um die individualisierten HUDs, die Head-Up-Displays. Hierzu erklärt John Crew, da die Building-Block-Technologie nun final funktioniert, werden die gesamten Schiffsbedienoberflächen überarbeitet und individualisiert. Als nächstes startet man hier wegen Squadron 42 mit der Gladius, respektive dem Hersteller Aegis, dann folgen RSI und die anderen Hersteller. Dabei wird aber auch einschränkend gesagt, dass wir nicht zwingend Unterschiede sehen. Aber die Implementierung für CIG wird zukünftig wesentlich einfacher und damit Schiffsreleases dementsprechend schneller werden. Es ist weiterhin das Ziel, Schiffe, respektive Fahrzeuge, in größeren Schiffen spawnen zu können, das sogenannte Ship-in-Ship-Spawning. Obwohl es hier noch keinen Projekt- respektive Zeitplan für gibt, aber man hat zumindest erste Tests durchgeführt. Da dieses Element allerdings iCache-basiert ist, wartet man hier, bis iCache 100% fertiggestellt ist und funktioniert, und wird dann darauf aufsetzend das Schiff-in-Schiff-Spawning entwickeln. Jetzt geht es zur Halsey. Die wurde uns bereits im Jahr, wenn ich mich recht entsinne, 2017 vorgestellt, wurde in England entwickelt. Damals gab es Videos, die ich hier auch mit eingebunden habe. Könnt ihr euch nochmal dran erfreuen. Und von diesem Schiff hat man sehr lange Zeit nichts mehr gehört, obwohl es gerade von den Händlern sehr dringend erwartet wird.
Die Halsey hat die Besonderheit, dass sie sich quasi zusammenfalten und auseinanderziehen kann. Und zwar nicht wie eine Ziehharmonika, sondern die Schiffsteile, die bewegen sich ineinander. Und dafür musste man auf die veränderbaren Physics-Grids warten. Die Arbeiten an dem Ship-to-Station-Docking hat hier überraschenderweise für einen Problemlösungsansatz gesorgt. Denn wir haben ja gesehen, dass auch diese Docking-Vorrichtungen sich ineinander schieben können, müssen und auch auseinanderziehen und dass sie von innen begehbar sind. Insofern funktioniert dieser Physics-Grids-Ansatz nun oder die Technologie, aber es gibt immer noch weitere Blocking-Points. Einer dieser blockierenden Punkte sind die in ihrer Größe veränderbaren Innenräume. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Raumsystems und den Atmosphärenvolumina, sprich Sauerstoff, der muss auch vorhanden sein, wenn ein Raum kleiner oder größer wird. Dieses und die anderen Herausforderungen hinsichtlich oder bezogen auf diese Größen veränderbaren Räume wird zu gegebener Zeit in einem Sprint namens Scaling auftauchen, dessen Endresultat dann auch für die Halsey verwendet wird, aber eben nicht nur dort, sondern spielübergreifend benötigt wird. Weiterhin, da die Halsey so groß ist, werden Änderungen an der Frachtmechanik benötigt. Das haben wir schon einige Male gehört. Man braucht die Supercontainer, damit man nicht 1 Million kleine Container berechnen muss. Und trotzdem erwartet man Performance-Probleme aufgrund der sehr vielen Container. Man hat das deutlich bemerkt aufgrund deutlicher Frame-Einbrüche bei der Pico-Manie der Community, erklärt John Crew. Und bei Hunderten von Frachtcontainern wären die Auswirkungen demzufolge wesentlich schlimmer. Also auch hier hat man noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Und eines der am gehyptesten Themen seit diesem Calling All Devs ist sicherlich die Redeemer. Habt ihr bestimmt auch schon viele Male jetzt gesehen. Deswegen auch hier nur kurz. Das wird ein Gunship werden, ein Kanonenboot, wie zur Invictus Flight Week vorgestellt. Es wird nicht hundertprozentig dem Konzept entsprechen, dem Ursprungskonzept. Aber entgegen anderslautender Gerüchte und auch Planungen, Aussagen von CRG, wird der Stil grundsätzlich beibehalten und es bleibt ein Aegis-Fabrikat, auch wenn es nicht zum Style-Guide des Herstellers passt. Hier hat man also offensichtlich auf die Community gehört. Es gibt hier einen bemannten Turm oben und unten, pilotengesteuerte Geschütze an Front und Heck, Fahrwerk und Rampe am Heck sind weiterhin geblieben, sowie grundsätzlich die Form des Schiffes auch, wenn es nicht mehr so rund ist, wie es im Konzept vorgestellt wurde. Die Soldatensitze wurden zugunsten von mehr Raum im Schiff entfernt, da das Schiff nach wie vor recht kompakt ist. Man benötigte diesen Platz also, um Zugang zu den Komponenten zu erhalten, zu den Türmen und natürlich zum Cockpit. Grundsätzlich ist es ein waffenstarrendes Schiff, das dazu gedacht ist, über einem Schlachtfeld zu schweben und im Stil einer Lockheed AC-130 die Soldaten mit seiner Feuerkraft aus der Luft zu unterstützen. Die Bilder, die wir hier sehen, das sind Vorproduktionskonzeptbilder, sprich, das Schiff ist noch nicht in Produktion im Sinne einer Whitebox-Phase. Aus diesem Grund gibt es auch noch kein Veröffentlichungsdatum. In der Community gab es die Frage, ob es nochmal einen Konzept-Sale geben wird. Ich denke nein, weil das Konzept steht ja schon, es ist uralt und wir haben schon häufiger den Fall gehabt, dass Schiffe nicht zu 100% dem ursprünglichen Konzept entsprechen. Zum Beispiel die 300er-Serie und dennoch hat es keinen dedizierten Konzept-Sale gegeben.
John Crew sagt hier lediglich, dieses Schiff ist schon einmal durch eine Produktionsphase gelaufen. Es war für Ewigkeiten hangar-ready. Man wird hier aber nichts wiederverwenden, sondern es von Grund auf neu entwickeln. Es muss von Grund auf durch die Produktionslinie laufen, durch die Whitebox-Phase, Greybox-Phase etc. Und insofern erwarte ich eigentlich einen spezifischen Redeemer-Sale dann erst, wenn das Schiff wirklich dann auch ins Verse veröffentlicht wird. Und natürlich können wir sie wie jedes Jahr dann zum Anniversary Sale beziehungsweise dann zur Messeveranstaltung im November dann kaufen können. Das war's mit dem Calling All Devs und weiter geht's zu den Spektrum-Einträgen. Mit Alpha 3.11 werden Korrekturen in das Raketen- und Gegenmaßnahmen-Gameplay aufgenommen, das sogenannte Missile and Countermeasure Gameplay. Technik und das Gameplay werden für einige größere Änderungen vorbereitet, die im nächsten Jahr mit dem sogenannten Missile Operator Modus kommen werden. Sprich, das, was jetzt diesbezüglich ins Spiel kommt, ist der Anfang, nicht das Ende. Die Raketen selbst weisen zahlreiche Änderungen auf, um ein interessantes Gameplay zu unterstützen und die Frustration von Alpha 3.10 zu eliminieren. So werden jetzt nur noch 4 Raketen gleichzeitig aufzuschalten sein und auch nur noch eine je Rack, je Raketengestell. Das bedeutet, dass Schiffe mit mehr Racks mehr Ziele aufschalten können werden, was endgültig den Bombern und sogenannten Torpedobooten einen wesentlichen Vorteil gegenüber Jagdraumschiffen geben wird. CIG schränkt allerdings ein, dass dies nur eine vorübergehende Maßnahme ist, die mehr mit den Beschränkungen für bestimmte Raketenracks zu tun hat. Denn nur einige Raketenracks können mehrere Raketen gleichzeitig starten. CIG möchte den Spielern unbedingt die Möglichkeit geben, große Salven abzufeuern, sind aber auch der Meinung, dass dieser Prozess einen höheren Preis haben muss, als einfach nur 20 Mal auf den gleichen Knopf zu drücken. Änderungen in dieser Hinsicht werden mit dem Missile Operator Modus im Jahr 2021 eintreten. Bis dahin wird voraussichtlich die Begrenzung auf einen Lock, eine Aufschaltung pro Rack beibehalten werden. Auch die maximale Anzahl von Raketenstarts wird in einer späteren Version des Spiels von der Schiffsavionik gesteuert. Bis auf Weiteres wird es aber erst einmal eine statische Zahl sein, wie zuvor erwähnt. Auch der Aufschaltprozess, der Locking-Prozess, hat sich geändert. Wenn ein anvisiertes Raumschiff sich aus dem Aufschaltradius rausbewegt, stoppt der Aufschaltprozess und muss neu initiiert werden. Weiterhin sind die Raketen keine Fire-and-Forget-Mechanik mehr. Je nach Typ wird eine Rakete, wenn sie ihr Ziel verloren hat, anschließend versuchen, das Ziel neu aufzuschalten, muss also denselben, auch zeitlichen Prozess durchlaufen wie zuvor der Pilot. Gelingt das nicht, wird sie sich nach einiger Zeit selbst zerstören. Das bedeutet, dass Raketen nicht mehr nach hinten scannen können, sodass das Ausweichen vor einer Rakete spielerisch nun Sinn ergibt. Später, nicht in 3.11, werden Raketen im Falle eines erfolgreichen Wiederaufschaltens nicht automatisch das ursprüngliche Ziel weiterverfolgen. So kann es auch zu Friendly Fire kommen. Die eigenen Raketen können sogar zum Angreifer selbst zurückkommen. Aber nach Tests im aktuellen Bild war der Einsatz von Raketen unter diesen Parametern nicht mehr sinnvoll, weil so übergreifend Friendly Fire entstand. Hier muss CIG also noch einige Hausaufgaben erledigen. Auf lange Sicht versucht CIG, so erklären sie, in eine Richtung zu gehen, in der Raketen nicht nur zusätzliche Waffen bei Dogfights sind. Sie möchten stattdessen, dass der Einsatz von Raketen einen eigenen Platz im Kampfgeschehen einnimmt und Bereiche haben wird, in denen ihr Einsatz nützlich ist und Bereiche demzufolge, in denen ihr Einsatz nicht zielführend ist. Dementsprechend soll es im Nahkampf nicht mehr möglich sein, eine Rakete als Alternative einer Schiffskanone zu nutzen. Nicht zuletzt können die Angreifer nun nur noch einen Raketentyp auf einmal abfeuern. Wenn ein Spieler einen Raketentyp auf ein Ziel eingeloggt hat, aber beschließt, mit einem anderen Raketentyp zu arbeiten, also auf diesen anderen Raketentyp zu wechseln, zum Beispiel von Ignites zu Arrestors, werden alle bestehenden Locks, alle bestehenden Aufschaltungen aufgehoben. Hier hat es entrüstete Reaktionen aus der Community gegeben, dass das nicht moderner Raketentechnologie entspricht und man doch, genau wie in der Realität, mehrere verschiedene Raketen verwenden können solle.
CRG entgegnet dazu, dass moderne Raketentechnologie in all ihrer Tiefe nicht etwas ist, das sich leicht in Star Citizen übersetzen lässt. Obwohl das Spiel sehr starke Simulationsaspekte hat, will es keine Simulation auf Referenzniveau sein und deshalb nimmt sich CRG gewisse Freiheiten heraus, wenn es um Gameplay-Aspekte geht. Sie wollen also nicht unbedingt realistisch sein, streben aber dennoch ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit an. Die technologieerklärende Grundlage dazu liefert das Lore-Team. Interessanterweise ist die Änderung, dass man nicht zwei verschiedene Raketentypen gleichzeitig abfeuern kann, tatsächlich in der realen Welt verankert. Raketen in der Realität und Geschütze erfordern von den Piloten und Artilleristen ganz andere Methoden, um sie einzusetzen. Man wird zum Beispiel nicht sehen, dass ein Flugzeug sowohl eine AIM-9, eine wärmesuchende Kurzstrecken-Luft-Luft-Lenkwaffe, als auch eine AGM-65, eine taktische Luft-Boden-Rakete, zur selben Zeit abfeuert, da beide Raketen völlig unterschiedliche Zwecke haben. Letztendlich will CIG diese Art von Unterschied auch bei Star Citizen. Ein Torpedo wird nicht nur eine etwas langsamere Ignite-Rakete sein, Anmerkung von mir, auch wenn Chris Roberts vor Jahren hier etwas anderes behauptet hat. Klammer zu. Beide Raketen und Torpedos werden ihre einzigartigen Einsatzräume haben, in denen sie gut funktionieren und sie werden ihre eigenen Methoden benötigen, um erfolgreich gestartet zu werden. Das meiste davon fällt natürlich nicht in den Anwendungsbereich von Alpha 3.11. Aber den Piloten zu zwingen, sich jeweils auf einen Raketentyp zu konzentrieren, ist der erste Schritt in diesem Prozess. In Zukunft wird das Missile Operator Gameplay auf Aspekte wie diesen darauf ausgeweitet werden. Hinsichtlich der Großkampfschiffe erwähnt CRG noch, dass für den Einsatz mit mehreren Besatzungsmitgliedern und Raketenstarts eine Menge Änderungen am Programmcode vorgenommen werden müssen. Und das erfordert einen hohen Aufwand an Engineering-Zeit, ist also ebenfalls ein nice to have, aber eben dadurch auch eines der Endziele der Entwicklung des Missile Operator Modes. Und zuletzt, die Raketen reagieren nun korrekt auf Gegenmaßnahmen, die Countermeasures, womit wir zum nächsten Thema kommen. Ab Alpha 3.11 wird der Spieler nicht mehr eine bestimmte Gegenmaßnahme für einen bestimmten Raketentyp auswählen müssen. Stattdessen entscheidet der Spieler, wie der Rakete begegnet werden soll. Das geschieht entweder durch den Abschuss eines Täuschkörpers oder durch den Einsatz eines Lärmfeldes, eines Noise Fields. Das sind nur Arbeitstitel, erklärt CRG, da sie immer noch die Lore hinter der Technik bestimmen und nach geeigneten Namen suchen. Ein Täuschkörper, im Englischen Decoy, ist ein Objekt, das effektiv eine starke Signalquelle erzeugt, von der Raketen angezogen werden. In Alpha 3.11 reagieren alle Raketentypen in unterschiedlichem Ausmaß auf solche Täuschkörper. Natürlich hat ein Täuschkörper eine begrenzte Zeit, in der er aktiv ist. Sobald ein Täuschkörper ausgebrannt ist, wird eine ankommende Rakete versuchen, ihr ursprüngliches Ziel wieder zu erfassen. Ein Spieler kann nun sogar versuchen, diese entsprechenden Gegenmaßnahmen einzusetzen, um seine Freunde in ihren Schiffen zu schützen, die eben im Verbund dabei sind. Ein Noise Field, auf Deutsch Lärmfeld bzw. kontextbezogen möchte ich es Störfeld nennen, erzeugt eine kleine Zone, in dem die Signaturen aktiv verzerrt und blockiert werden. Programmcode-seitig gesprochen ist ein Störfeld effektiv ein begrenzter Raum, in dem enthaltene Signaturen um einen bestimmten Grad gedämpft werden. Es bedeutet jedoch nicht dasselbe wie aktives Jamming in der realen Welt. Auch wenn es in Zukunft vielleicht das Äquivalent zur elektronischen Kriegsführung geben wird, versucht CRG nicht, moderne ECM-Waffen direkt nachzuahmen. In diesem Fall hier ist es hinsichtlich des Gameplays so, dass ein Schiff, das ein Störfeld auslöst, ein kleines Projektil abfeuert, das explodiert und winzige Partikel ausbreitet, die die Sensoren verwirren, unabhängig davon, ob sie auf EM, IR oder CS-Signaturen basieren, also elektromagnetische Signaturen, Infrarotsignaturen oder sogenannte Cross-Signature-Signaturen.
Wenn die Signatur des Schiffes niedrig genug ist, kann sich ein Pilot sogar in dieser Wolke, diesem Störfeld, verstecken. Dadurch werden jedoch auch die Schiffssensoren aktiv gestört, sodass die Radarkontakte verschwinden. Raketen sind natürlich in gleicher Weise betroffen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir selbst als Spieler solch ein Störfeld auslösen und uns darin verstecken können, um so die PIP-Berechnung, also die Berechnung des Vorhaltepunkts von unserem Gegner, und auch den Auto-Gimbal-Einsatz des Angreifers zu stören oder sogar zu unterbinden. Größere Schiffe wie die Carrick haben größere Gegenmaßnahmen mit längerer und stärkerer Wirkung. Alle Tastaturbelegungen bezüglich des Countermeasure- und Raketen-Gameplays werden aktualisiert und auch die Head-Up-Displays werden entsprechend dieses neuen Gameplays angepasst. So wird nun ein Munitionsindikator hinzugefügt, der die Anzahl der verfügbaren Gegenmaßnahmen anzeigt, unten links im HUD. Es wird ein Widget hinzugefügt, das Daten über die aktuell ausgewählte Rakete anzeigt, unten rechts im HUD. Es zeigt an, welche Art von Sucher die Rakete hat, wie viele Raketen im Bestand sind, sowie die Anzahl der aktiv aufgeschalteten Ziele. Auch das Raketenwarnsystem wurde erweitert. Es zeigt jetzt die geschätzte Zeit bis zum Auftreffen für jede Kategorie ankommender Raketen an. Auch das Raketenwarnsystem wurde erweitert. Es zeigt jetzt die geschätzte Zeit bis zum Auftreffen für jede Kategorie ankommender Raketen an. Dadurch können die Spieler besser strategisch planen, wie sie eine ankommende Rakete bekämpfen, respektive ihr ausweichen wollen. CRGs Erklärung dazu lautet, dass Raketen eine ziemlich große Signatur abgeben, die das Schiffsradar leicht auffangen kann. Das Raketenwarnsystem kann dann herausfinden, ob die Rakete für das eigene Schiff bestimmt ist oder nicht. Basierend auf der erkannten Raketensignatur ist es in der Lage, diese mit dem Katalog der bekannten Raketen abzugleichen und den Typ zu bestimmen. Soweit zum neuen Gameplay Missiles and Countermeasures, Raketen und Gegenmaßnahmen. Ich bin sehr gespannt und denke, dass das alles in eine richtige Richtung geht. Aber was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinungen gerne in die Kommentare unter diesem Video. Weiter geht's jetzt zu einem Grafikthema, und zwar der Buoyancy-Technik, dem statischen Auftrieb oder der Schwimmfähigkeit. Hierzu fragt User Daedalus am 16. September in Spektrum: In Alpha 3.11 bekommen wir Buoyancy gemäß Eintrag in der Roadmap. Er zitiert: Algen und andere Bodendeckungselemente auf dem Wasser simulieren den Auftrieb, schwimmend und realistisch auf Wasserwellen reagierend, um die Darstellung von Wasser auf Planeten weiter zu verbessern. Zitat Ende. Horizon ist so konzipiert, schreibt er weiter, dass es in der Atmosphäre von Crusader schwebt. Und wir wissen, dass auch die Space Whales, die Weltraumwale von Crusader, in der Atmosphäre schwimmen. Wenn also die Atmosphäre dicht genug ist, dass Kreaturen und ganze Städte in ihr schweben können, dann ist sie auch dicht genug, dass andere Objekte darin schweben können. Was mich zu ein paar Fragen führt. Ist die in 3.11 kommende Auftriebstechnik notwendig für den Auftrieb anderer Objekte auf Wasser bzw. Flüssigkeit? Wird die Auftriebsphysik schließlich an allen Objekten simuliert werden? Wird die Auftriebsphysik auf dichte Atmosphären wie Gasriesen oder venusähnlichen Planeten angewendet werden? Ist die in 3.11 kommende Auftriebstechnik auch für den Auftrieb von Objekten in Gasriesen notwendig? CRG antwortet dazu, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz zwei Begriffe auffrischen: Shader und Displacement Maps. Ein Shader ist ein Programm, das auf der GPU ausgeführt wird, auf dem Grafikprozessor. Die Engine füttert über die CPU die GPU mit 3D-Modell-Vertices, Texturen und anderen Informationen und erhält Pixelfarben zurück. Ein Shader kann simulieren, wie eine bestimmte Oberfläche auf Licht reagiert, kann Bilder vermischen, Depth of Field, also Tiefenschärfe, Blumen oder die Physikparameter nutzen, um reale Beleuchtung so genau wie möglich zu simulieren, wie es die neueste Generation von Spielen tut. Das nennt sich Physically Based Rendering. Shader befinden sich nicht nur in Spiele-Engines, sondern auch in 3D-Modellierungs- und Rendering-Software. Wo auch immer ein in Echtzeit gerendertes 3D-Modell bearbeitet wird, geschieht dies mittels Shadern. Displacement Maps haben wir heute schon einmal kurz gehört, und zwar im Exkurs der Tessellierungen.
Es handelt sich um Graustufentexturen, die auf Objekten abgebildet werden, um auf einem ansonsten flachen Objekt ein echtes Oberflächenrelief, also Erhebungen und Vertiefungen, zu erzeugen. Bei Displacement Maps werden Vertiefungen und Erhebungen Teil der Geometrie des Objekts und verändern daher die Topologie. Da Displacement die Geometrie eines Objekts ändert, erfordern Displacement Mapping Objekte in der Regel weitere Tessellierungen. Da Displacement Maps ein echtes Oberflächenrelief erzeugen, erzeugen sie somit auch Schatten und Silhouette, um so Unebenheiten, Grate und andere Oberflächenvariationen, die Schatten werfen, zu simulieren, die einer auf Blickwinkel basierenden Verschiebung korrekt folgen. Mit diesen beiden Informationen in Ton und Bild im Hinterkopf gehen wir zurück zur Antwort von CIG. Es wird erklärt, dass die auf der Roadmap zu sehende Buoyancy nicht physikbasiert ist. Es handelt sich vielmehr um einen Shader-Effekt, bei dem ein flaches Mesh, ein Polygonnetz, so verformt werden kann, dass es sich den Wellen auf dem Ozean unter bzw. über ihm anpasst. Im Wesentlichen liest es die Displacement Map des Ozeans aus und ahmt diese nach. Es gibt auch eine Version davon, bei der ganze Meshes, zum Beispiel Eisbrocken, zu schwimmen scheinen können, anstatt sich wie Algen zu verformen. Aber das Ganze basiert vollständig auf Shadern und funktioniert nur in Zusammenhang mit dieser Ocean Tech, mit dieser Meerestechnologie, Ozeantechnologie. Was den physikbasierten Ansatz betrifft, so hat CRG auch physikalisch simulierten Auftrieb in der Lumberyard Engine und das funktioniert bereits im Live-Bild. Das derzeitige Auftriebsmodell aber basiert eher auf dem festen Pegel, also dem Meeresspiegel, als auf atmosphärischem Auftrieb. Und während in der realen Physik der Flüssigkeitsauftrieb Flüssigkeiten und Gase abdeckt, sind die Auswirkungen so unterschiedlich, dass sie im Programmcode wahrscheinlich anders simuliert werden müssen. Dies gesagt, kann man sich vorstellen, dass entsprechende Anpassungen im Programmcode hinsichtlich des physikalischen Auftriebs von Ozeanen nicht notwendig sind und daher aktuell nicht angefasst werden. Der Hintergrund dafür ist, dass es laut CIG schlicht wenige Dinge gibt, die man als Spieler überhaupt ins Wasser werfen kann und die dann auch schwimmen. Die meisten davon werden nicht schwimmfähig sein. Abgesehen, außer von dieser unglücklichen Tatsache, dass man als Spieler von Wasser einen Instant Kill erfährt. Das lässt sich zurzeit nicht ändern. Der Grund dafür, dass die Buoyancy Tech auf Shadern basiert, liegt darin, dass das, was CIG Bodendecker nennt, also Gras, Seetang, sehr kleine Felsen, einfach nicht in die Physiksimulation einbezogen wird. Die Technik basiert auch auf Verformung, weshalb eine physikalische Simulation dieser Art eine physikalische Weichkörperberechnung erfordern würde, die sehr teuer ist und in diesem Fall Verschwendung von Ressourcen darstellen würde. CRG gibt hierzu den Hinweis, dass eine wirklich gute Flüssigkeitssimulation so viel GPU-Kapazitäten erfordert wie das Rendern eines ganzen Spiels. Außerdem müssten dynamisch zwischen den bestehenden Ozean- und Flüssigkeitssimulationen umgeschaltet werden. Es kann nicht gleichzeitig eine physikalische Flüssigkeitssimulation für einen ganzen Planeten durchgeführt werden, sondern wenn, dann immer nur lokal beim Spieler. Trotz der Herausforderungen wird mit zukünftigen Patches in kleinen Schritten an den Ocean Shadern weitergearbeitet und sie verbessert. Und als letztes Thema kommen wir zu den im Inside Star Citizen eingangs erwähnten demilitarisierten Zonen, den sogenannten Green Zones, die mit Alpha 3.11 aus Star Citizen verschwinden werden, zumindest im ersten Schritt rund um die Rest Stops herum.
Hierzu schreibt CRG auf Spektrum, dass, beginnend mit Alpha 3.11, Schiffskämpfe in Green Zones rund um alle Reststops herum erlaubt sein werden. Der Vorbehalt besteht darin, dass es sich nur um Schiffskampf handelt. Der FPS-Waffenkampf, also der Kampf zu Fuß, ist aufgrund einer Einschränkung, die in einer späteren Version korrigiert werden sollte, innerhalb oder außerhalb der Station immer noch deaktiviert. Natürlich konnte CRG nicht einfach den Schiffskampf zulassen, ohne gleichzeitig sicherzustellen, dass die Stationen angemessen geschützt und polizeilich überwacht werden, sodass es in diesem Bereich große Entwicklungen gegeben hat. Auf und um die Raststätten herum wurden zerstörbare Verteidigungsanlagen verschiedener Größen und Varianten hinzugefügt. Diese reichen von den kleinen Size 4 Geschütztürmen, die auf den Landeplätzen platziert sind, über Size 6 Türmen, die bei den Claimjumper-Missionen zu sehen sind, bis hin zu den neuen Size 10 Geschütztürmen auf und um die Rastplätze herum. Nach der Zerstörung eines Turms werden diese derzeit nach 5 Minuten, vorbehaltlich des nachfolgenden Balancings, wieder respawnen. Dieses anfangs einfache System wird aber in zukünftigen Patches weiter ausgearbeitet und verbessert. Darüber hinaus hat CRG ein Security Response System geschaffen, das zwar immer noch recht simpel ist, aber die Crime Stats aller Spieler in dem Gebiet, das einen Durchmesser von 12 Kilometern hat, hinzufügt. Vielleicht sagt einigen von euch der Begriff Heat etwas, Hitze. Je mehr Aktivität einer definierten Art definierter Objekte in einem bestimmten Raum vorhanden ist, desto röter wird dieser betreffende Bereich. Die sogenannte auch Heatmap. Basierend auf den Heat-Werten werden Sicherheitsschiffe von zunehmender Anzahl und Stärke als Reaktion gespawnt. Das System reagiert schnell auf die zunehmende Hitze in einem Gebiet, in dem es neue Schiffe spawnt und alle schwächeren Schiffe ersetzt, die dann despawned werden. Das System reagiert langsamer auf die Tötung der eigenen KI-NPCs, falls der Heat-Wert dadurch nicht erhöht wird, und noch langsamer auf eine Abnahme der Heat-Werte, um die Sicherheitspatrouillen einige Zeit aufrechtzuerhalten, damit dieser Bereich noch einige Zeit geschützt ist. CRG wird dieses System in Zukunft weiterentwickeln, um neben der Anzahl an Schiffstypen auch deren Größe zu berücksichtigen. Um das Ganze in ein Regelwerk zu packen, wurde ein neuer Verstoß geschaffen, der als Armistice Violation bezeichnet wird, als Verstoß gegen den Waffenstillstand. Das ist ein Kapitalverbrechen und wird verhängt, wenn Spieler andere Schiffe oder Stationsverteidigungen innerhalb dieser Waffenstillstandszone angreifen, respektive beschädigen. Beim ersten Verstoß gibt es eine Karenzzeit und eine Warnung, dass weitere Verstöße zu einer Armistice Violation führen. Für diese erste Iteration wird diese neue Straftat nur einen Tag im Strafregister des Spielers aktiv bleiben. Sollte der Spieler die Waffenstillstandszone betreten oder einfliegen, während er einen Crime Stat hat oder einen Crime Stat erlangen, während er sich in dieser Zone aufhält, wird ihm ebenfalls eine Verwarnung angezeigt, die ihn auffordert, diese Zone sofort zu verlassen. Und um den Kreis zum neuen Raketensystem zu schließen, natürlich führt auch der Abschuss einer Rakete oder eines Torpedos innerhalb dieser Green Zone, dieser Waffenstillstandszone, zu einer Armistice Violation, zu einer Straftat, Verstoß gegen den Waffenstillstand. Außerdem werden die Torpedos derzeit neu ausbalanciert und die KI so ausgelegt, dass sie auf anfliegende Torpedos zielen kann, sodass die Geschütztürme hoffentlich in sehr naher Zukunft in der Lage sein werden, das Gebiet auch vor Raketen- und Torpedobeschuss zu verteidigen. Wie üblich wird Spielerfeedback eingesammelt und das System weiter iteriert und verfeinert. Das war's mit dieser verspäteten Übersetzung. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß hattet mit den Informationen, dass vielleicht einiges für euch auch neu gewesen ist, dass ihr einiges dazugelernt habt. Ermöglicht wurde euch dieses Video von meinen Unterstützern auf tippi.com/astrosam, wo es auch diese und jene Information on top gibt. Freue mich über jeden Euro als Dankeschön und dann bedanke ich mich auch für das Schauen dieses Videos. Wünsche euch weiterhin eine tolle Woche. Bin sehr gespannt auf Alpha 3.11
Und dann schauen wir mal, was uns die digitale CitizenCon oder der digitale CitizenCon-Ersatz gibt. Das nächste InsideStar Citizen gibt es voraussichtlich in 4 Wochen, schätze ich mal. Zwischendrin wird es aber sicherlich noch das eine oder andere Video von mir geben. Und schon mal so als Vorankündigung, verpasst nicht die Verse Night auf meinem Streaming-Kanal oder bei Mitch van Heiden auf nerdsandgeeks.de, wo wir uns diesmal um die Imperatorwahl kümmern, die UEE-Imperatorwahl, und euch die Kandidaten und die Inhalte im Rahmen eines kleinen Rollenspiels schmackhaft machen werden und euch die Inhalte so transportieren möchten. Ich freue mich schon sehr darauf und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei wärt, und möchten euch so die Gelegenheit geben, an diesem sehr, sehr wichtigen Thema, an dieser sehr, sehr wichtigen Wahl, die sicherlich auch Gameplay-Auswirkungen haben wird, Auswirkungen auf das Spiel haben wird, aktiv teilzunehmen und mit dem Wissen, was ihr dann in der Verse Night erlangt, dann auch die richtige Wahl zu treffen. So, Schluss für heute. Danke nochmal fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss. Cheers.